Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Wir spielen weiter. Ich habe eine Menge Geld gesammelt, 1,5 Millionen. Und heute möchte ich den Rest von Europa übernehmen. Es wird nicht leicht, denn es gibt eine Menge Gegner noch. Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland, Finnland, Ukraine, Moldawien, Rumänien, Serbien, Bulgarien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Griechenland, Zypern gehört noch dazu. Und dann natürlich auch noch Russland. Und ich würde sagen, wir attackieren einfach hier unten irgendwo. Nur mal kurz gucken. Ja, das Militär ist auf höchster Stufe. Und ich habe 1,6 Millionen, also sollte das recht schnell gehen. So, Armee von Montenegro. Ganz easy Attacke. Das wird ganz schnell gehen. Da flitzen sie schon los. Und das war's auch schon. So schnell war das. Und hier, warte mal, da haben wir natürlich auch einiges verloren. 10 Stück an Stärke. So, Montenegro haben wir. Aluminium-Erzminen erhöhen. Lokale Armee erhöhen. Machen wir weiter mit Serbien. Luftwaffe 34, Armee 32. Schaffen wir auch ganz leicht. Müssen jetzt wieder den langen Weg außenrum. Und da geht's ziemlich schnell runter. Und dann haben wir auch gleich schon Serbien übernommen. Da haben wir es. Wir haben den Krieg gewonnen. Lokale Armee verbessern. Und natürlich direkt auch die Maisfarm und die Autofabrik. So, dann hier wieder das ganze Militär. Ich könnte auch einfach weiter angreifen und das später machen. Aber ich will einen kompletten Overkill haben. Deshalb mache ich das so. Da habe ich noch was vergessen. Boom. Ich würde sagen, nehmen wir als nächstes Albanien. Arbeiten wir uns hier einfach an der Küste lang. Wieder nur eine Stärke von 10. Das ist krass. Nicht besonders, aber egal. Ich glaube, danach Mazedonien und danach Griechenland. Ah. Schuhfabrik. Schnell mal erhöhen, damit wir schnell mehr Geld bekommen. Ja, okay, ich glaube, ich mache jetzt einfach 2 Angriffe, ohne irgendwas zu machen. 60-60. Und hier haben wir wieder 10. Also greifen wir zuerst Mazedonien an und direkt danach Griechenland. Das mache ich auch mal. Und gewonnen. Chemiefabrik. Und die lokale Armee. So, Griechenland. Attacke. 60-60 Armee. Wir haben 190. Aber hier haben wir auch die Rebellen mit 60.
Also haben wir eigentlich schon gewonnen. Nur mit den Rebellen. Noch ein Flugzeug abstürzen lassen über Italien. Ja, das Militär ist schon ein bisschen stärker hier. Hält ein bisschen mehr aus. Aber das war's auch für Griechenland. Medikamente, Erdölprodukte. So, die Luftwaffe und das Militär erhöhen. Jetzt wieder alles auf höchste Stufe bringen. So, Rumänien und Bulgarien. 32 und 34. 40, 46, 50. Ja, das passt. Die können wir nacheinander angreifen. Noch ein Flugzeug abstürzen lassen. Da kommen sie. Und dann haben wir auch schon fast die gesamte EU auch mit drin. Also jetzt hier noch Ukraine, Rumänien und Estland, Lettland, Litauen. Kupferminen, Erdöl, das Militär. Und wir haben hier ein Rebellen-Update. Spanien. Ja, wir sind gut vorbereitet. Oh, und hier gibt's Rebellen. Die haben eine Stärke von 40. Also verschwende ich da mal nichts. Und da übernehmen wir auch Rumänien. Und Ende. So, da haben wir auch die Produktion erhöht. Jetzt brauchen wir nur noch das Militär. So, und jetzt haben wir auch schon einen sehr großen Teil Europas fertig. Als nächstes würde ich tatsächlich Russland angreifen. Dafür muss aber meine Armee erstmal wieder auf volle Stufe gebracht werden. So, da haben wir alles. Ah, nee, doch noch nicht. Hier fehlt noch was. 100. Und wie ist denn das Militär hier? Fast perfekt. Deshalb hole ich mir noch die Rebellen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich Russland angreife, das hat einen guten Grund. Hier, ihr seht, Finnland ist genauso blau wie Russland. Das liegt daran, dass es hier ein koloniales Militär gibt. Ja, das sind 25 Truppen hier. Hier gibt es gerade mal 2. Und alle Länder, die halt so blau sind, da herrscht halt Russland. Und um diese zu entfernen, also um einen kleinen Vorteil zu bekommen, greifen wir zuerst Russland an. Und damit beginnen wir einfach mal. Und da haben wir schon einen gigantischen Teil der Welt. Es fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Aber das wird schon.
So, unsere Luftwaffe ist schon da. Hä? Leute, ihr könnt doch einfach hier außen rumfahren. Warum fahrt ihr um die halbe Welt? Ach man, das war wirklich unnötig. Ja, solange die sich bekriegen, würde ich vielleicht noch ein bisschen Geld sammeln. Hier gibt's nichts. Hier gibt's auch noch nichts. Öl. Olivenöl. Fragt sich, wo man das verkaufen kann. Indonesien, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, ich habe den Krieg gewonnen. Kümmern wir uns gleich drum. Öl, ja. Olivenöl. Und Schießpulver haben wir auch noch. Deshalb gehe ich nochmal kurz nach Argentinien. Da kann man das Schießpulver nämlich noch verkaufen. Und danach kümmern wir uns um Russland. Ja, Ingwer lasse ich jetzt erstmal liegen. So, ihr seht, die ganzen Länder, die vorher dunkelblau waren, sind jetzt befreit quasi. Aber natürlich übernehmen wir die gleich. Es ist einfacher, die Gegner fertig zu machen. Okay, hier haben wir Schokoladenfabrik, Düngemittel, Diamantminen, Erdölprodukte, Petroleum. Ganz schön viel. 5 Stück. Ist ja aber auch ziemlich großes Land. So, dann gehen wir wieder zum Militär. Geben ganz viel Geld aus. Flugzeugträger, Zerstörer, nukleare Abschreckung, Kampfflugzeuge, Raketen, Bomber, alles mit dabei. So, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns von oben nach unten. Armee Stärke 50, das heißt, hier können wir zweimal machen, sonst lohnt es sich nicht, weil die Stärke nur 50 ist. Und wenn wir bei den Rebellen eine Stärke von 60 haben, dann haben die beim nächsten Angriff auf uns noch 10 Stärken zusätzlich, deshalb machen wir das nicht. Und dann greifen wir einfach Finnland an. Wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, dann sieht man schon, ich kann gar nicht mehr alles bedecken. Es geht gar nicht. Es wird da ein bisschen schwer, ein Thumbnail zu machen. So, der Krieg ist gewonnen. Da haben wir eine Benachrichtigung, Rebellen-Update Frankreich. Mal kurz überprüfen, Frankreich. Ja, da ist meine Lokalarmee. Perfekt. Jetzt gehen wir zu Finnland. Papierproduktion, Fabriken, Autofabriken, Petroleum. Und jetzt kommt hier noch das Militär dazu. So, wie stark ist Estland? Gar nicht stark, überhaupt nicht. Das können wir einfach so angreifen. Und dann ist auch gut. Lettland ist ein bisschen stärker. Und Litauen auch. Also da würde ich noch einmal was machen. Rundfunkgeräte haben die nur. Aber trotzdem. Lokale Armee und Marine. So, jetzt nehmen wir gleich Lettland und Litauen auch. Hier fehlt noch was. Ballistische Raketenbomber, nukleare Abschreckung. So, Lettland angreifen.
Noch ein Flugzeugabsturz. Danach Litauen, Weißrussland, Ukraine und Moldawien. Da haben wir ganz Europa auf jeden Fall schon übernommen. Wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge. Aber ich denke, ihr kommt damit klar. '66 und '68. Locker. Hier noch eine Benachrichtigung. Ausländischer Angriff. Albanien wird angegriffen. Wo ist Albanien? Albanien? Krieg gewonnen. Warte mal. Frankreich Rebellen haben wir vernichtet. Okay. Muss ich das da wieder erhöhen? Jetzt werde ich gerade ein bisschen überfordert. Erstmal Tabak- und Schwermaschinenfabrik erhöhen. Und die lokale Armee. Dann soll Albanien angegriffen werden. Albanien wird angegriffen, ja. Wo ist Albanien? Ist jetzt ein bisschen schlecht, dass ich es nicht weiß. Albanien? Ach, komm, ich bezahle das Geld. Ach, hier ist Albanien. Huch. Da mittendrin. Ja, die Armee ist auf 100, also locker. Noch ein Flugzeugabsturz. 34 und 32 haben die an Stärke. Hier machen wir mal das da. 34, 32. Ja, das klappt auf jeden Fall. Zwar knapp, aber es klappt. So, dann holen wir uns hier unten Ingwer ab und fahren schon mal nach Italien. Da kann man den nämlich gut verkaufen. Und da haben wir auch den Krieg gewonnen. Weißrussland gehört uns. Oh, Albanien wird angegriffen. Aber das haben wir locker geschafft. So, jetzt müssen wir die Armee wieder auf höchste Stufe bringen. Das ist noch auf 100. Das hier ist sehr, sehr niedrig. Ich glaube, jetzt gebe ich mein letztes Geld aus. Aber nicht schlimm, wir haben ja hier noch Ingwer im Frachtraum vom Schiff. Deshalb haben wir noch so eine Rückhand quasi. Armee ist auf 50, das heißt, wir machen zwei davon. Und dann greifen wir die Ukraine an. Danach fehlt nur noch Moldawien und dann haben wir ganz Europa. Ich muss wahrscheinlich so einen zweiteiligen Screenshot machen. Schade, dass man das Spiel nicht im Querformat spielen kann. Das wäre auch ein bisschen logisch von der Weltkarte her. Aber naja, kann man nicht ändern. Norwegen will rebellieren. Norwegen, ja, können sie ruhig rebellieren. Einmal draufklicken, so, damit es weggeht. Und da haben wir den Krieg gewonnen. Maisfarm, Pflanzenöl und Eisenminen. Dann noch die lokale Armee. So, das hätten wir auch. Wie stark ist Moldawien? Gar nicht stark, die haben nur eine Stärke von 10. Das haben wir. Also, da geht Moldawien jetzt unter. Wir haben ganz Europa übernommen. Auch schon einen großen Teil Asiens.
Da kämpfen die letzten 10 freien Truppen und da sind sie auch schon tot. Ja. Sonnenblumen farmen und die lokale Armee noch erhöhen. Und das war's. Europa ist übernommen. Ich weiß nicht, was wir als nächstes machen werden. Das werdet ihr dann einfach in der nächsten Folge sehen. Asien könnte sehr schwer werden. Afrika auch. Nord- und Südamerika, naja. Nordamerika besteht im Grunde nur aus, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 Staaten. Ja, ich glaube, wir übernehmen nächstes Mal Nordamerika. Ja, das war's dann mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo. Ich wollte gerade abmoderieren. Feindliche Rebellen. Gut, dann warten wir nochmal kurz. Und da haben wir die Rebellen vernichtet. Erhöhen die lokale Armee. So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.